Und was trinken wir heute? Dittmarscher. Nein, Mann. Mann, ey. Was trinken wir heute, Rico? Joybräu. Ja, und welches? Grapefruit. Genau. High Protein. 21 Gramm. Hier, das gibt auch schon Proteinbier von Joybräu. Das haben wir ja halt schon getestet. Das wissen wir ja alles schon. Hier ein Vitaminbier gibt es davon und das, was wir schon getestet haben, Natural Energy und Zitrone. Zitrone gibt es auch. Ja, für die Vegan-Fraktion unter euch ist vegan-freundlich, ja. Also das Bier, das mag euch. Ja? Genau. Das ist alles so, alles freundlich. Be friends. Genau. Wie gesagt, hier haben wir schon getestet. Guckt euch das mal an. Unser Bestseller ist endlich zurück. Mit verbesserter Rezeptur und erfrischender und natürlicher Grapefruit kommt der perfekte Sommerdrink ganz einfach zu dir nach Hause. Und das Beste, 21 Gramm geballte Proteinpower unterstützen aktiv deinen Muskelaufbau und Erhalt. Hm. Auspacken oder wegpacken? Ja, ich pack's aus. Ich möchte ja wissen, was da drin ist. Ja, wie viele Punkte? Ich lasse mir da die geballte Force von Arnold entgegenkommen. Das war ja gekonnt. Ich will auch noch was haben. Ja, na, ein bisschen Protein brauche ich auch. Guck mich doch mal an. Eieieiei. Das sieht aus wie ein Naturtrüber. Ich sehe dich ja nicht. Ja, absolut naturtrüb. Wenn man Natur. Ja, also Natur. Ja, Grapefruit, ja. Ey, das riecht doch originaler Grapefruit, Prost. Ja. Prost. Mal sehen, also ganze Früchte habe ich noch nicht gesehen. Ja, riechen tut es ja sehr, sehr gut. Und ich sag dir eins: Das gibt ja auch so Lübzer Grapefruit und so. Das Lübzer Grapefruit riecht genauso, schmeckt aber besser. Ja, Blech, ist noch gar nicht ausgetrunken. Natürlich nicht. Blech soll's. So. Der Uwe. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Ah, gucke mal. Dittmarscher. Und in der nächsten Folge. Also wenn man viel Wert darauf legt, dass das gesund sein soll und viel Eiweiß hat und trotzdem noch ein bisschen nach Mischgetränk, also Bier-Mischgetränk schmeckt, dann kann man es trinken. Ansonsten, also wie gesagt, mit Bier hat es nicht so viel zu tun. Ich sag mal so, ja, mit Bier hat es nicht viel zu tun, das ist halt ein Mixgetränk. Ich habe mir mehr erhofft und mehr erwartet, aber es soll ja nicht heißen, dass es euch nicht schmeckt. Ja. Also probiert es gerne aus. Ja. Und benutzt dazu natürlich den Link unter diesem Video. Das genau. Ist ja klar. Geschmäcker sind verschieden. Auf jeden Fall, sage ich schon mal, Joybräu, Daumen hoch für die Idee. Sehr schön. Ja. Berliner Kindel. Das sah auch schon mal anders aus. Ja, lange nicht mehr getrunken. Doch also, wiedererkannt. Nächstes Mal unbedingt wieder einschalten, Kanal abonnieren, kommentieren. Liken, teilen. Resignieren und das alles. Genau.